Hosanna, Hosanna, Halleluja. Wir sind noch dabei. Ich hoffe, alles ist gut mit euch und der Herr sei mit euch. Und was ist nun mit dir jetzt? Teil 4. Wir haben so viele Sachen herausgefunden. Es scheint so einfach, oder? Oder es die ganze Aussage, das ist so einfach erklärt, oder? Wenn nicht, du kannst unser Kanal weiter da gehen, dich schlau zu machen und auch unten ist unsere E-Mail, du kannst uns Fragen stellen, wenn es gut ist, du kannst auch dich telefonieren oder anrufen, um weiter zu ermitteln und viele Informationen bekommen bei uns. Halleluja. Wenn Gebet braucht, Beraten braucht, wir sind noch da. Gib uns einfach gerne und wir werden zu euch gehen oder zu dir gehen. In der Name Jesus. Amen. Was ist nun mit dir? Teil 4. Haben wir schon gesagt, vielleicht in unserem Leben haben wir 4 Phasen. Unser Leben haben wir 3 Phasen, Entschuldigung. Und der erste ist, vielleicht du gehst jetzt in eine Krise. Das haben wir schon abgeschlossen. Dann haben wir weitergegangen zu sagen, vielleicht du steckst schon in eine Krise. Und heute werden wir gucken, weil alles im Leben, in Prediger 3,1 hat er gesagt, jeder sagt, unter Himmel hat immer Zeit. Eine Krise hat immer Ende. Da vielleicht kommst du jetzt raus aus deiner Krise. Ist eine Möglichkeit zu forschen, zu entwickeln. Was mache ich jetzt? Ich bin nicht mehr in der Krise. Was soll ich hier machen? Ich bin jetzt in der realen Welt. Ich bin jetzt draußen. Was soll ich hier machen? Was soll ich hier tun? Wie kann ich mein Leben ändern? Wie kann ich das Veränderung bringen? Das werden wir heute gucken. In Sprüche 16,3. Und der Bibel hat erstmal da gefangen, dass wenn man raus in eine Krise kommt, man muss etwas machen, wieder bauen. Der erste Ort zu anfangen zu bauen, ist ein Vertrauen. Vertrauen der Herrn deine Pläne an. Er wird dir Gelingen schenken. Das heißt, als du warst in deiner Krise, du hast so viel geplant oder du hast so viel erlebt. Es ist Zeit, eine neue Phase zu kommen in dein Leben. Und diese Phase kann nur anfangen, indem wir oder du einfach auf Gott wieder vertrauen. Deine ganz Herz schüttern zu ihm. Deine ganz Plan von ihm da sein. Das ist der erste Schritt. Wenn man raus aus einer Krise kommt. Wenn man raus aus einer Krise kommt. Das ist der Schritt. Und in Jesaja 30, 20 hat da der Herr uns etwas durch den Prophet Jesaja etwas gesagt. Und der Herr hat so, und lass er auch schlimme Zeit anbrechen. Krise ist eine schlimme Zeit. In denen Sorg und Leid euer tägliche Brot. In Krise alles nicht schwer. Sind so, werdet ihr doch nicht umkommen. Er hat das schon geschafft. Du bist noch am Leben. Du lebst noch, du atmest noch. Die Krise war gekommen, die Krise ist weg. Jetzt nun, was macht ihr jetzt? Was ist nun mit dir jetzt? Jetzt ist die Krise vorbei. Jetzt ist die Krise. Ciao, au revoir. Was sollen wir jetzt machen? Gib Gott deinen ganzen Plan. Du brauchst einen neuen Plan. Du brauchst einen neuen Gedanken. Du brauchst eine neue Denkmuster. Du musst nicht dieselbe Sache machen und
denkst, dass du wieder dieselben Ergebnisse bekommen. Du musst etwas ändern. Der Welt ändert sich. Du musst auch dich ändern. Der Welt wohnt nicht mehr, wo die Welt war früher. Der Welt hat eine Bewegung gemacht. Du auch so bewegen. Du so auch das Bewegung auch machen. Ich lese weiter. Und der Herr wird sich nicht länger vor euch verborgen halten, sondern er wird euch unterweisen. Mit eigenen Augen werdet ihr ihn als euer Lehrer erkennen. Er ist so interessiert in deinem Leben. Er wird dich lehren, wie du jetzt rauskommst aus dieser Krise. Wie du deine Leben einrichten können. Vielleicht würde er sagen, nein, du bist kein guter Christ, du bist kein Christ, du bist kein das, du bist... Ist egal, was die Leute sagen. Was Gott sagt, ist stärker. Was Gott sagt, ist lebendiger. Was Gott sagt, ist mehr zukünftig und ist mehr kräftvoll. Heute, er will in deinem Leben als ein Lehrer. Er will in deinem Leben als jemanden, als ein Botschafter, um dich den Weg zu zeigen. Um dich zu steuern, um dich zu kontrollieren, um dich zu überwachen, damit du nicht Fehler machst, damit du nicht zurück zu einer Krise gehst. Er will dich endlich befreien, damit du erreichst, was du vorhabe. Halleluja. Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme. Er will ihr beistehen. Er will mit dir, vielleicht sogar sagen, wie kann ich hören, wenn Gott zu mir redet. Das ist nicht der Thema heute. Was ich hier habe, ist etwas wie in dir kommen. Wir sagen, mach keine Geschäfte mit dem Mann. Mach keine Geschäfte mit der Frau. Mach mir das, Leute. Mach mir das, Leute. Das will kommen. Ich bitte, dass der Heilige Geist kommt an euch. Ich bitte, dass der Heilige Geist kommt in euch und euch wirklich zu zeigen, welchen Weg musst du nehmen. Halleluja. Und hat gesagt, ihr hinter euch eine Stimme, halt, das ist der Weg. Und den ihr entschlagen sollt, dann sind euer geschnitten und genossen mit Gold und Silber, überzogene, überall, alles wird gesegnet für euch. Der Herr wird auch Regen schenken. Der Herr wird alles zu euch geben, weil er ist am Lenkrad in deinem Leben. Er will dich führen, wie wenn eine Fahrer ein Auto führt. Er will dich Ordnung bringen, wie wenn eine Kapitän auf das Meer der Schiff steuern. Er will euch steuern. Wie ein Pilot eine Aeroplane steuern. Der Herr will ein Leben steuern. Wie ein Flugzeug steuern. Der Herr will dich steuern. Dein ganzes Leben steuern. Nicht mit Gewalt. Nicht, du musst nicht, du musst, nee, aber mit Liebe, mit Erbarmen, mit Gnade, mit Geduld. Weil er weiß, du bist jetzt aus der Krise gekommen. Er weiß, du bist jetzt so saft, du bist jetzt so klein. In deinen Augen, du kannst nicht mehr sehen. Er weiß, du kannst nicht mehr allein alles schaffen. Deswegen ist er da in eurer Mitte, zu euch zu sein, er ist in euch. Es tut mir so leid, dass ich muss jetzt aufhören. Und wir werden wieder wachkommen. Und unsere Seele ist langsam zum Ende gekommen. Ich hoffe, alles ist gut mit euch. Der Herr segnet euch. Aber vergesst das nicht, ich liebe euch. Aber der Herr liebt euch so sehr mehr. Morgen werde ich euch die richtige Stimme schicken, damit euch wirklich wissen, was ihr machen muss. Im Namen Jesus. Wir kommen nochmal, wir reden mit euch und wir schließen bald unsere Seele wieder ab und morgen werden wir euch bewahren. Vergesst nicht, uns zu teilen.